Alles, was nicht dazu beiträgt, mein Ziel in Paris zu erreichen, schiebe ich beiseite. Ich bin Leon Schäfer, 26 Jahre, starte für den TSV bei Leverkusen. Ich hatte Knochenkrebs mit 12 diagnostiziert, mit 13 ein halbes Jahr später amputiert. Ich wollte auf jeden Fall wieder Sport machen, im besten Fall schnell laufen. Mein Name ist Markus Rehm, ich bin 35 Jahre alt und bin paralympischer Weitspringer. Ja, ich hatte mit 14 Jahren einen Unfall. Ich bin beim Wakeboardfahren hinter dem Motorboot gestürzt und dann bin ich mit den Beinen in die Schiffsschraube gekommen. Hier also das erste Mal selber im Spiegel zu sehen, das war schon ein harter Schock, weil ich damals schon immer der Sportler war. Und auf einmal war man irgendwie nicht mehr vollständig genug, um weiterhin der Sportler zu sein. Ich habe damals einen Flyer bekommen vom Verein hier. Da drauf waren Sitzvolleyball, Schwimmen und Halbleichtathletik abgebildet. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Leon das erste Mal gesehen habe. Und ich habe dann zu unserem Geschäftsführer vom Verein gesagt, ich so, den brauchen wir, der hat Talent. Wenn ich einen Athleten beschreiben müsste, dann wäre das tatsächlich Markus. Als ich ihn gesehen habe, kam in mir so eine Motivation auch irgendwo hervor. Ich war irgendwo abgeholt im Sinne von, okay, ich weiß jetzt, was möglich ist. Ja, da war für mich klar, okay, das werde ich machen. Also wenn ich mal zurückblicke und schaue, in wie vielen Jahren ich auch meine Bestleistung nach oben schreiben konnte, also auch den Weltrekord nach oben schrauben konnte. Das ist schon toll irgendwie zu sehen, dann auch die ganze Entwicklung, das erste Mal über 7 Meter, dann 57, 8 Meter, 58. Das sind tolle Entwicklungen und natürlich ist man nie satt. Ich wollte immer der Beste sein in dem, was ich mache und mir war es immer wichtig, dass wenn ich die Sachen mache, ich sie mit 100% mache und nicht so halbherzig. Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich drauf habe, ich weiß aber auch noch, wo ich dran arbeiten muss. Wir sind kein Sport zweiter Klasse, sondern wir sind Topsport und Spitzensport der ersten Klasse. Versteckt euch nicht, macht euch nicht klein, zeigt euch, um so auch andere Leute zu inspirieren und denen zu zeigen, dass theoretisch alles möglich ist.